Bring das Schaf. Bring. Kiste. Gut gemacht, geil. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Happy Galileo. Dies ist der Auftakt eines kleinen Dreiteilers, in dem wir euch zuerst zeigen möchten, wie man seinem Hund das Apportieren beibringt, einen Gegenstand zu bringen. Dann soll der zweite Schritt, der daraus folgt, sein, dass man da ein Suchspiel draus entwickelt. Und das dritte ist ein Aufräumspiel. Dieses Video hat zwei Teile. Erstmal werde ich hier bei diesen Szenen so ganz kurz und knapp erklären, wie man das Apportieren beibringen kann, vor allem bei Hunden, die schon ein bisschen talentierter sind. Da das aber bei vielen Hunden nicht der Fall ist, habe ich hier auch mal mich hingesetzt und wirklich ausführlich darüber geredet, wie man sowas machen kann und auch welche Erfahrungen wir gemacht haben. Ich hoffe, dass auch diese Variante, in der ich jetzt wirklich mal primär mündlich darauf eingehe, auch gut ankommt und dass der ein oder andere dann schon noch einen Tipp da mitnehmen kann. Kio, bring den Schuh. So, hier sieht man, der Schuh sagt der Cleo nichts und sie hat diesen Gegenstand bisher auch nie apportiert. Das ist die Tasche. Aber der Schuh. Gibt's nicht? Deshalb ist das Erste, was ich hier mache, ein gewisses Interesse bei Cleo für diesen Gegenstand zu wecken. Komm her, Cleo. Okay, danke. Aber der hat den Schuh. Ja, gut. Den Schuh, bring den Schuh. Ja, gut. Das ging besser als gedacht. Was auch immer gut funktioniert, ist sowas. Sitz. Komm, fass, fass. Ja, Hammer. 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 Ja. Hä? Cleo, komm, 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 komm. Ja, gut. Cleo. Jetzt findest du ihn geil, ne? Wenn wir bei einem Hund das Interesse für einen Gegenstand geweckt haben, dann können wir diesen Gegenstand ja einfach nehmen und ihn wegwerfen. Meistens läuft der Hund dann direkt hinterher, denn er will diesen Gegenstand ja unbedingt haben und sich dann auch mit ihm beschäftigen. Der einzige Schritt, der jetzt ja noch nötig ist, ist dem Hund beizubringen, dass er mit diesem Gegenstand jetzt auch zu uns kommen soll. Und dazu müssen wir eigentlich dann nur noch in diesem Augenblick, in dem er sich dann diesem Gegenstand zugewendet hat und diesen am besten dann auch ins Maul genommen hat, den Hund dann zu uns kommen lassen. Wenn wir also dem Hund bereits beigebracht haben, auf ein Komm-Kommando zu hören, dann ist das eigentlich alles, was wir jetzt noch machen müssen. Oft wird es dabei nötig sein, einfach sich schrittweise zu steigern. Der Hund wird am Anfang nur kleinere Distanzen zurücklegen wollen und den Gegenstand auch bringen. Und das müssen wir dann halt immer weiter verbessern. Also nur noch die Male dann belohnen und verstärken, bei denen der Hund es noch so einen Ticken besser gemacht hat als vorher. Für alle diejenigen von euch, denen das jetzt ein wenig zu schnell ging, kommt jetzt hier das ausführliche mündliche Erklärungsvideo. Um einem Hund beizubringen, einen Gegenstand, ein Spielzeug zu apportieren, muss der Hund schon ein gewisses Interesse an diesem Spielzeug haben. Wenn wir einen Hund haben, der einfach wirklich überhaupt kein Interesse daran hat, dann ist das sehr schwer, daran zu arbeiten. Normalerweise ist das nicht der Fall. Es gibt immer irgendein Spielzeug, irgendeinen Gegenstand, auf den der Hund ganz gerne irgendwie rumkaut, an dem er schon so ein gewisses Interesse hat und den er auch in den Mund nimmt. Daher ist die erste Aufgabe, die wir haben, rauszufinden, an welchem Gegenstand der Hund Interesse hat. Es könnte ein Ball sein, es könnte ein Strick sein, irgendein anderes Spielzeug, vielleicht eine Frisbee-Scheibe oder auch andere Dinge, denn zum Beispiel bei der Cleo war der erste Gegenstand, den sie so richtig apportiert hat, ein Apfel. Es gibt einige Hunde, die nehmen Gegenstände nicht sehr lange ins Maul, die lassen den direkt wieder fallen. Und unser Hund Lola ist beispielsweise so ein Hund. Das ist aber kein Grund, dann direkt zu verzagen und zu sagen, okay, das ist aussichtslos. Wenn wir einen Ansatz haben, dann können wir mit diesem Ansatz schon auch was anfangen und dann versuchen, das Ganze so ein bisschen weiterzuentwickeln. Dabei ist nur wirklich sehr viel Geduld gefragt. Also bei der Lola war das beispielsweise wirklich der Fall. Sie ist ein Hund, der sich für das Apportieren nicht gerade eignet. Ist also kein Labrador Retriever, der vom Instinkt her schon so ein unfassbar guter Apportierhund ist. Nein, da musste man richtig dran arbeiten. Ich habe der Lola damals beigebracht, die Zeitung zu bringen. Und dazu habe ich die wirklich in die Hand genommen und die war so richtig motiviert. So, komm hier, so ein bisschen dieses Zurspiel, dieses Tauziehen. Und eigentlich mögen das fast alle Hunde. Wenn wir also jetzt wirklich merken, okay, da kommt ein bisschen Interesse vom Hund so entgegen und er nimmt den Gegenstand dann doch auch mal in den Mund, dann habe ich beispielsweise jetzt bei der Zeitung einfach die Zeitung losgelassen
Und wenn die Lola dann auch wirklich so zumindest für ein paar Sekunden diese Zeitung im Maul behalten hat, dann habe ich sie richtig belohnt. Also meistens mit sehr positiver Sprache, also fein, gut gemacht, gestreichelt und so. Da kann man aber auch klicken und auch mit Leckerchen belohnen. Das hilft dann durchaus. Was wir dann machen müssen, ist, diese Zeiträume immer so ein bisschen, ja, zu verlängern, das immer so ein bisschen rauszufordern, dass der Hund das dann auch länger im Maul behält, diesen Gegenstand, und uns da so ein bisschen zu steigern. Da können wir dann auch wieder mit dem Klicker arbeiten. Und wichtig dabei ist, wie funktioniert dieses Steigern? Man kann dem Hund ja nicht sagen, jetzt behalt's länger im Maul, sondern man muss einfach üben, diesen Ansatz, dass es nur ins Maul nimmt. Und dann wird man immer anspruchsvoller. Also der Hund hat gelernt, okay, ich behalte es im Maul und ich werde dafür belohnt. Und durch reinen Zufall behält er es ab und zu ein bisschen länger im Maul. Sagen wir mal, wenn er es jetzt 1, 2 Sekunden länger im Maul behält, dann ist das ja immer schon ein Fortschritt. Dann ist das immer 1, 2 Sekunden mehr als vorher. Das heißt, wenn wir jetzt also eine Basis geschaffen haben, können wir irgendwann einfach anspruchsvoller werden und nur noch die Male belohnen, wo er es dann immer noch ein bisschen besser gemacht hat. Und dadurch steigern wir uns dann. Nun, jetzt haben wir also einen Hund, der Gegenstände gern ins Maul nimmt. Und jetzt wollen wir also einen Schritt weiter gehen und den Hund diese Gegenstände auch apportieren lassen. Bei der Cleo habe ich ja schon mal erwähnt, habe ich das Ganze mit einem Apfel beigebracht. Und das war eigentlich eine Sondersituation. Ich habe beobachtet, dass sie sich immer vom Apfelbaum die Äpfel geholt hat und die immer an einer Stelle so ein bisschen angenagt hatte. Und dann habe ich das einfach ausgenutzt, mich dahingesetzt, den Apfel genommen und den dann immer so ein bisschen weggeschmissen. Sie wollte den Apfel natürlich wiederholen und kam dann immer an die eine Stelle zurück. Das habe ich dann immer weiter verstärkt und da versucht, dieses Bring-Kommando einzuführen. Solche Sondersituationen sind natürlich selten, aber mit anderen Gegenständen läuft das im Prinzip genauso ab. Wir haben es beispielsweise den Hund dazu gebracht, gerne am Strick zu ziehen und hat ein richtig großes Interesse. Wenn der Hund jetzt bei mir ist und wir raufen so ein bisschen, wir ziehen da so ein bisschen an dem Strick, dann nehme ich ihm den Strick ab und werfe den mal so 1, 2 Meter weg. Was passiert dann? Wir motivieren den Hund natürlich wieder, mit diesem Strick zu spielen. Also rufen wir Strick, 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 dieses Wort, was wir vorher auch immer benutzt haben. Und normalerweise checkt der Hund dann schon, okay, da ist was mit diesem Gegenstand, ich will damit ja auch spielen, ich will ja wieder, dass der Mensch daran zieht und ich auch. Also wird er wahrscheinlich zu diesem Gegenstand hinlaufen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir müssen den Hund irgendwie dazu bringen, zu uns zu kommen. Im Bestfall habt ihr natürlich vorher geübt, dass euer Hund auf ein Kommando zu euch kommt. Bei mir ist dann komm. Und dieses Kommando nutzen wir dann aus. Wenn ihr sowas jetzt noch nicht gemacht habt oder das bei euch nicht verlässlich funktioniert, könnt ihr den Hund auch an eine lange Leine nehmen und ihn dann so leicht mit der Leine zu euch führen und ihm darüber so ein Komm-Kommando dann beibringen. Im Bestfall habt ihr das aber wirklich vorher schon gemacht. Euer Hund kann verlässlich zu euch kommen und eventuell könnt ihr ihn dann auch schon mit so einem Leckerchen so ein bisschen locken, sodass er schon merkt, okay, ich nehme das jetzt ins Maul und der Mensch hat jetzt plötzlich dieses Leckerchen, also will ich zu ihm kommen. Ihr motiviert den Hund aber immer, eigentlich dieses Spielzeug zu nehmen und irgendwas wird dann in diesem Kopf dieses kleinen Hundes vorgehen und er denkt sich, okay, jetzt will ich dieses Spielzeug, aber ich will auch das Leckerchen, also nehme ich das Spielzeug und bring's mit. Und genau das ist eigentlich das, was wir ausnutzen. Also wir fangen so mit ganz kleinen Distanzen an. Dieses Steigern, das funktioniert dann eigentlich wie immer. Also wir werden dann immer anspruchsvoller. Wir belohnen dann nicht mehr nur noch, wir klicken dann je nachdem nicht mehr nur noch, wenn er es dann halt so leicht zu uns bringt, sondern erst, wenn er es dann noch ein bisschen weiter zu uns gebracht hat. Also wir steigern uns immer weiter und picken dann wirklich die Rosinen in seinem Verhalten raus. Und die versuchen wir dann positiv zu verstärken mit Belohnung, mit Streicheln, mit Spielzeugen, was auch immer. Das müsst ihr dann natürlich auch individuell bei eurem Hund rausfinden. Alle Hunde haben so ein bisschen unterschiedliche Vorlieben. Das Leckerchen ist meistens sehr, sehr hoch im Kurs, deshalb auch meistens wirklich das erfolgreichste Mittel, um dem Hund sowas beizubringen. Ich habe der Cleo mittlerweile beigebracht, alles Mögliche zu apportieren. Also nicht nur irgendwelche Spielzeuge, sondern auch Schuhe oder meine Tasche. Und das Witzige ist, dass es eigentlich jedes Mal dieser Prozess ist. Also am Anfang schaut sie dahin und denkt, was willst du von mir? Was soll ich damit machen? Und dann muss ich jedes Mal anfangs so ein Interesse für diesen Gegenstand bei ihr erzeugen, sie da so ein bisschen heiß drauf zu machen, dass es ja doch ein Gegenstand ist, der auch interessant ist und den sie auch berühren darf. Das ist ja auch wieder so eine Sache, welche Sachen
darf sie überhaupt berühren, welche darf sie ins Maul nehmen und welche nicht, sondern ich muss ihr das jedes Mal bekannt machen. Und das funktioniert immer gleich. Also ich motiviere am Anfang und dann baue ich so ein bisschen die Distanz auf und sage dann hier, bring. Und sie lernt das dann wirklich jedes Mal aufs Neue. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und auch ein wenig weitergeholfen. Das Problem ist wirklich, hier haben wir es ganz intensiv mit den Talenten des Hundes zu tun. Denn manche Hunde machen das einfach von sich aus, wirklich von Anfang an. Manchen muss man das noch so ein bisschen beibringen und manche, die sind dafür überhaupt nicht geschaffen. Also die Lola beispielsweise, die ist da eigentlich überhaupt nicht für geschaffen. Aber vielleicht gibt euch das ja ein bisschen Mut. Es hat zumindest so einigermaßen funktioniert, ihr ein bisschen was beizubringen. Und ich habe es zumindest so weit gebracht, dass eine Zeitung aus irgendeinem Raum dann in die Küche bringen konnte. Also es ist nicht ganz hoffnungslos. Es ist aber schon tatsächlich so, dass manche Hunde da einfach wirklich deutlich talentierter sind und dementsprechend es auch einfach viel besser machen. Meine Empfehlung ist also, wenn es nicht so gut klappt, nicht aufzugeben, es mal immer wieder zu probieren. Man muss es nicht so auf Teufel komm raus probieren. Es gibt sehr viele Tricks, die funktionieren bei dem eigenen Hund einfach nicht. Und dann würde ich empfehlen, es einfach nicht zu übertreiben. Man sollte es einfach mal hin und wieder probieren, mal ab und zu, aber nicht irgendwie den ganzen Tag dann alles darauf zu verwenden, jetzt unbedingt diesen Trick zu schaffen, weil häufig bringt das nicht. Der Hund braucht dann manchmal noch so ein bisschen Zeit, um das setzen zu lassen. Und das sind oft einfach auch Zufälle, die da so ein bisschen mitspielen, die man dann ausnutzen kann. Und deshalb braucht man vielleicht manchmal ein bisschen mehr Geduld, als man möchte. Und das muss man sich dann halt eingestehen. Abonniert unseren Kanal, das würde mich riesig freuen. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos zum Suchspiel und auch zum Aufräumspiel. Ciao, bis dann!